alles billiger ist. Ja. Für die. Ja, klar. Das glaube ich. Es ist billiger für die, mit einer ausländischen SIM-Karte zu surfen, als mit deren eigenen. Mama, ne? Und deswegen sind die Kanadier auch da auf Zack und um sich Google Fi unter den Nagel zu reißen. Wie gesagt, ein Kanadier, der macht das. Der Ja. Der ist nämlich auch nicht blöd und zahlt seinen kanadischen Anbieter wie ein Verblödeter. Sondern der hat seinen Freund in Amerika angeschrieben. Ne? Und der hat ihm dann eine 2-3 Google Fi Sims besorgt und damit ist er jetzt online. Für ein Drittel weniger. Für ein Drittel weniger. Mama, wie findest du das? Ist doch genial. Ja, über sowas muss man sich dann auch mal Gedanken machen, ne? Und nicht darüber, dass man sich abzocken lässt. Da gibt es schon ein paar Filme von. Ah. Sebastian Lege heißt der. Aha. Der ist Koch, aber auch Lebensmitteltechniker oder sowas. Machst du morgen früh eigentlich wieder Eier? Ja, ja, ne? Weißt du schon. Ja, mache ich jetzt morgen Mittag Spaghetti Bolognese oder Gulasch? Ich würde sagen Spaghetti. Bolognese? Ja. Und die Karton, da reicht die Karton.
Ah. Ach, damit das. Schöne Hackfleischsoße. Ja. Nee, ich finde das nur bemerkenswert, dass manche Leute dann eben immer meinen, es gibt ja auch so günstig dann andere oder es ist einfach in anderen Ländern SIM-Karten zu kriegen. Ne? Also in Indien, da hat einer sich mal ganz schön angestrengt. An eine zu kommen. Machen das offensichtlich nicht mal eben, sondern komplizierter. In Pakistan bin ich mir da auch nicht so sicher, wie das bei denen ist.